Hey Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3 und willkommen zurück zu Sorshas 100% Run. Wir sind fast am Ende, aber es gibt noch einiges zu tun. Ich muss nämlich erstmal noch ein paar Level-Ups holen. Wahrscheinlich Geschicklichkeit würde ich da präferieren. Ja, machen wir das. Alles klar. Und wir haben noch zwei Ringe zu holen, die ich noch nicht geholt habe. Habe ich ganz vergessen. Heieiei. Außerdem gibt es noch einige Questlines zu vollenden. Und ja, die Drachentöterrüstung war es, glaube ich, oder? Ja, war die Drachentöterrüstung. Denn hier gibt es noch den Red Tearstone Ring. Der erhöht unsere Angriffskraft um 20%, wenn wir unter 20% Lebensenergie sind. Das ist ein ziemlich großes Wagnis und ich werde ihn wahrscheinlich nicht nutzen. Auf keinen Fall werde ich den nutzen. Und dann gibt es noch einen anderen Ring. Der ist sowas, naja, was heißt, er ist sowas. Es ist genau das, was man eigentlich bekommt, wenn man im ersten DLC zu Dark Souls 1 und auch im einzigen DLC Calamite besiegt hat, den Calamity Ring. Der lässt einen dann nämlich doppelten Schaden erleiden. Das ist halt sowas für Challenge Run, Leute, die halt gerne mal sich selbst so ein bisschen hier herausfordern mit sowas. Nicht wahr? So. Und zwar gehe ich erstmal hier hin. Ich glaube, irgendwo war hier noch ein Balkon. Balkon. Ach, guck mal, da liegt hier noch was. Huch. Und noch eine Kiste, sag mal. Habe ich hier alles vergessen, meine Güte. Eine Titanitschuppe. Die ich irgendwie nie brauche. Ja. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal hier lang. Und hier vorne liegt dann der Ring. Der rote Tränensteinring. Gucken wir uns den nochmal an. Wo haben wir ihn denn? Da. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er erhöht bei geringen TP vorübergehend die Angriffsstärke. Das heißt, der Stein sei eine Träne der Trauer der Göttin Kaitha. Und natürlich wirken Tränen im Angesicht des Todes am schönsten. Hatte ich, glaube ich, aber auch im Let's Play den Ring. In meinem regulären Durchspielen eben. So, wir gehen mal. Ist eigentlich egal, wo ich hingehe. Ich muss nämlich nochmal ganz kurz in den Archdragon Peak. Und, warte mal, wo war das denn jetzt? Lass mich mal überlegen. So. Das war das Drachenmausoleum. Denn hier ist irgendwo ein Altar. Und bei dem Altar, da muss ich dann auf jeden Fall die Geste benutzen. Und wenn ich den, naja, ich werde mal nichts verraten. Ihr seht es ja gleich. Müsste ja nicht lang dauern. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall noch Orbex Questline und Yurias Questline vollenden, sozusagen. Ah, was ist denn los? Ja, Yuria hat auch noch eine Rolle zu spielen im letzten Bosskampf. Da werde ich sie nochmal beschwören, also wundert euch bitte nicht. Die muss man eben nochmal dazu holen. Sonst werde ich nämlich einen Gegenstand nicht erhalten, den ich gerne hätte. So, der ist futsch. Da vorne steht er schon, der Schuft. Frage ist jetzt, wo ist dieser Altar? Der muss. Der da? Ist das der Altar? Eieiei, und ich werde schon wieder gestaggert hier. Guckt euch an. Au. Kann ich aber auch zu Schwein. Nein. So. Hast du davon, ja? Und lässt natürlich nichts fallen. So, lass mal gucken. Wo ist jetzt. Das ist, glaube ich, nicht der Altar. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen suchen. Entschuldigt, aber ich weiß gar nicht, wo das Ding sein soll. Irgendwo soll hier ein Altar sein. Ach, natürlich. Hier ist er doch. Der Pfad des Drachen. Und wir haben den Ring des Unheils. So einfach geht's. Das muss man erstmal wissen. Der gehört nämlich auch zu den 100% dazu. Wo haben wir ihn? Der Ring des Unheils. Ein Ring verzaubert vor dem orangefarbenen Auge eines unheilvollen Drachen, verdoppelt den von seinem Träger erlittenen Schaden. Dieser Ring verfügt über keine nützlichen Kräfte und dient nur als Symbol der Drachenverehrung. Ein Gegenstand, weitergegeben von den eifrigsten Anhängern. Einige von ihnen sind davon überzeugt, dass dies ihnen als heilige Pflicht auferlegt wurde. Ja. Kann man so und so sehen, ne? Ja, das waren die zwei Ringe, die ich noch brauchte für das normale Durchspielen. Mehr gibt es hier leider noch nicht, glaube ich. Die nächsten Ringe gibt es alle im New Game Plus. So, warte mal, jetzt lass mich mal gucken hier. Das große Archiv.
da irgendwo. Ich muss leider nochmal alles durchstreifen und nachsehen, wo es denn genau ist. Ich weiß es leider nicht, aber das gehört ja auch zu den 100%, dass ihr mit mir gemeinsam hier entdeckt, wo was zu finden ist, nicht wahr? Ja. So, wir gehen nochmal ins große Archiv und schlagen uns mit diesen Arschbacken herum. Ich habe übrigens noch einen Knochenmehl nicht gefunden, glaube ich. Wo könnte das denn sein, sag mal? Weil ich habe nicht das Achievement für die 100% Aufrüstung. Wow. Du kleines Schwein. Ja, wie gesagt, irgendwo fehlt mir noch so ein Knochenstaub. Aber ich weiß leider nicht genau wo. Ach, warte mal, ich mach das jetzt so einfach. Ich gehe mal hier hoch, die Leiter. Dürfte ja auch zum gewünschten Ziel führen. Naja. Nee, ich habe wohl irgendwo was liegen lassen. Ich war wirklich nicht ganz aufmerksam, gebe ich zu. Das. Oh, warte mal, hier vielleicht. Durchs Durchspielen. Aber wie komme ich da hin von oben? Huh. Warte mal. Da hinten habe ich den Zauber geholt. Hey. So. Ihr Blödmänner. Ja, irgendwo habe ich einen Knochenstaub übersehen. Was jetzt der da oben oder nichts? Das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Vielleicht ist das das Item, was ich noch brauche. Warte mal, die Katze. So, den Katzenring. Weil ich muss wahrscheinlich von weiter oben jetzt runterspringen auf das Teil hier. Lass mal sehen. Oder von da drüben. Okay, auf jeden Fall muss jetzt irgendwo hier Orbeck sitzen. Da ich ja meiner Meinung nach alles von ihm gekauft habe. Seine ganzen Zauber habe ich mir gegönnt. Und die brauchen wir eben, um seine Questline zu vollenden. Eigentlich hätte ich ihn noch für die Prinzen beschwören können. Ja. Für die Prinzenrolle. Ey. Oh, guck mal. Kerzenhalter. Ja, von dem habe ich ja nicht schon genug. Ist jetzt halt die Frage, ne? Wo finde ich das? Au. Ey. Er soll sich in den oberen Bereichen befinden. Bam. Ja, hast du nix, ne? Hast du nix für mich. Schweinebär. Nee, keine Ahnung, wie soll ich da hinkommen? Auf diese Platte hier. Vielleicht von da, dann runter auf den Balkon? Nee, das geht auch nicht. Ach, keine Ahnung, Leute. Ich will auf jeden Fall das Item da unten noch haben. Ach, diese kleinen Sträuche hier, ne? Wie ich sie hasse. So. Habt ihr davon. Achso, das soll übrigens nicht die Zeit verlängern, die das Wachs auf meinem Kopf ist hier, wenn ich das nochmal eintauche. Leider. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Ich habe es jetzt einfach mal so gehört und gelesen. Ich habe es vernommen. So, da kann ich runterspringen und da. Aber das bringt mir nichts, wenn ich dahin will. Ha! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Einfach mal rüberspringen, funktioniert doch. Ah, da ist das Evelyn! Okay! Da ist Evelyn! Ich glaub's ja gar nicht. Wie wäre ich denn auf regulärem Wege hierher gekommen? Kann mir das mal jemand erzählen? Das muss ja nur mit dem Sprung funktionieren. Das gibt's ja gar nicht. So, ich werde mal ganz kurz zurück in den Nexus. Und mal sehen, ob Orbex sich schon verpieselt hat, weil, naja. Muss ja, ne?
Ansonsten muss ich jetzt erstmal den Fürsten töten. Nee, Orbeck ist immer noch da. Was machst du denn noch hier? Mann. Back again, I see. Perfect timing too. Again. Let it... Ich meine, ich hätte alles von ihm erlernt. Ja, leider, wie gesagt, habe ich ihn nicht zu den Prinzen geholt. Promised. Aber mir soll es egal sein. Ich mach mal den letzten Boss. Ich kann ja immer wieder zurückkehren. Ich muss ja nicht direkt ins New Game rüberlaufen. Dann platzieren wir mal die ganze Asche. Und ihn hier muss ich übrigens auch noch töten. Denn, wie heißt er? Sag's mir, Ludlet. Ludlet ist das. Ist das. Ist das, ist das, ist das. So, platzieren wir mal die Fürstenasche hier. Die Schreinmaid wird sich nämlich bald auch erheben. Ups. Und dann wird sie langsam zur Mitte laufen. Habe ich noch was bei Ludleth, was ich... Aha, da, so. Lass mal gucken. Haben wir noch irgendwas an Waffen vielleicht? Oh, seht mal, die Zwillingsprinzen, die haben noch eine Waffe. Prinz Lothricks gerades Schwert, dem durch Emmas Segnung starke Magie innewohnt. Der junge Lothric sollte einst ein Held werden und das Platinschwert führen, aber manche Träume werden niemals wahr. Lothricks Sakrallicht. In der Haltung wird das Schwert mit Sakrallicht durchwirkt. Ein schwerer Angriff entfesselt das Licht zusammen mit einem gewaltigen Schwertstoß. Ja, das hat eigentlich nur physischen Schaden. Und braucht Glauben. Aha. Das kann ich sogar nutzen. Soll ich das mal? Ja. Weil sonst kann ich mir ja scheinbar gar nichts holen für die, für diese Seele. Nö, ja, das ist nur das hier. Na gut, dann mache ich das mal. Sullivans Schwert. Naja gut, das wird immerhin Magie. Aber die Stärke habe ich nicht. Hoherpriester Sullivans Großschwert. Zeremonienschwert, eine gottlose Flamme. Ja. 40 Stärke. Hey, 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 hey. Alles so ein Kram, den ich nicht brauche. Na gut. Tut mir leid. Ludleth, tut mir leid. Der Schädelring. Ja, den bekommt man nur von Ludleth. Da war es ja Quatsch, was ich eben gesagt habe, dass das der letzte Ring war, der mir noch fehlte. Eines der von Kurlans abgeleiteten Wundern entstand aus der Seele eines Seelenzehrers. Man wird leichter von Feinden entdeckt. Der Seelenzehrer war eine unersättliche Bestie, die Seelen verschlang und um mächtiger zu werden. Selbst nach der Verbrennung ihrer Leiche soll der stechende Gestank der verbleibenden Seelen die Luft dauerhaft verdorben haben. Ja. Und somit ruht seine Asche jetzt für ewig auf diesem Thron. Hat also seinen Zweck erfüllt, der gute Ludleth. Ja, und das war jetzt aber wirklich der letzte Ring, den wir im ersten Spieldurchlauf erlangen können. So, setzen wir mal Jorms Asche hin. Sehr gut. Ach, guck mal. Dann noch die von Pharaon, von den Wächtern Pharaons. Die habe ich schon. Und zu guter Letzt. Von wem war das? Ach nee, das war von Jorm. Das da oben war doch... Wollen hier? Habe ich ehrlich gesagt vergessen jetzt so ein bisschen. So, meine liebe Fürstin. Ja, ich würde aber gerne noch aufsteigen, wenn es geht. Einer geht noch, genau. Einen kriege ich noch hin, wollte ich sagen. Nehmen wir mal Kondition. So, dann würde ich aber auch sagen, ich nehme noch ein Schild. Ja, der letzte Boss ist wirklich ein bisschen leichter, wenn man ein Schild hat. Oh Mist, ich hätte vielleicht doch noch Belastung wählen sollen. Warte mal, dann mache ich das so. Kaufe ich mal ein paar Seelen. Solange es nicht meine ist, ist alles gut. Reicht das für ein Level up? Warte mal, also für zwei. Müsste für zwei reichen, hoffe ich doch. Ja, perfekt. Reicht sogar genau und... 70,1, verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Was kann ich denn da noch? Monskamaschen. Habe ich irgendwas, was ein bisschen leichter ist, zumindest?
Lothric-Rittergarnmaschen. Ja, das passt auch. Die sehen auch ganz schick aus. Okay. Dann wird's Zeit, ins Endgame überzugehen. Für dieses Mal, für diesen Durchlauf. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let her grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Ja, der Ofen der ersten Flamme. Dann gehen wir doch mal schnell hoch und vernichten den letzten Fürsten, der uns im Wege steht. Oh, diese Sonne, als würde sie bluten. Das ist immer wieder ein Anblick. Unglaublich. So, keine Sorge übrigens, falls ich was vergessen habe. Das werde ich mir dann holen, bevor ich den nächsten Spieldurchlauf angehe. Keine Sorge. Machen Sie sich keine Sorgen. So, lass mal gucken. Ich habe noch den Katzenring, den brauche ich jetzt nicht. Dann nehme ich doch mal eher den Silberring. Oh ne, das ist schlecht. Ja, aber den Hartstahlring, der passt auch. Gut. Ich könnte auch den Estusring, aber das ist nicht so wichtig jetzt. Wow, wie es hier aussieht, oder? Ich finde es fantastisch. Und ich bin schon sehr gespannt auf das alternative Ende, dass ich jetzt durch diese Aushöhlung hier freigeschaltet habe oder freischalten werde. Na, Kumpel, alles gut bei dir? Au. Autsch. Au, das geht mir alles viel zu langsam. Sag mal. Das ist doch unglaublich. Ja, gut, dass ich Feuer genommen habe, ne? Oh Gott, dieses Blocken, das bringt mal gar nichts. Ne? Siehst du genauso. Ja, mal zu parieren, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das funktioniert. Nein, das wird nicht funktionieren. Nope. Vielleicht mal zwei, komm. Wow. Oh Gott.
Gott, komm schon! Diese Reichweite. Furchtbar. Ja. Halt dich mal mit Wärme. Die letzte Form wird die schlimmste, glaube ich, für mich hier. Nee, nee. Das machen wir nochmal. Ja, okay, Leute, ich mache hier mal Schluss. Das Video wird gerade zu lang, merke ich. Und ich habe mich auch nicht sehr gut angestellt im ersten Kampf gegen ihn. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zum finalen Part für diesen Durchlauf von Dark Souls 3 und 100%. Bis dann.